Es klingt immer noch verrückt zu sagen, dass die Strohpiratenbande eine Kaiser-Crew in One Piece ist. Aber das ist sie. Doch reicht das wirklich stärketechnisch aus fürs Finale, für die anderen Kaiser, für die Marine, für die Admirale und natürlich auch für die Holy Knights? Und es ist lange her, dass ich mal so ein Video gemacht habe, wo ich über die Power-Ups der Strohhüte geredet habe. Ob die Power-Ups, die sie jetzt durch den Kampf gegen Kaido und Big Mom bekommen haben, die Finalen sind, die letzten, oder ob sie stärketechnisch noch weiter über sich hinauswachsen. Genau das will ich heute thematisieren. Lasst einen Daumen nach oben da. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's direkt los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ich habe jetzt endlich die Ehre, euch den Sponsor dieses heutigen Videos vorzustellen, Leute. Ihr kennt ihn alle. Ich hatte ihn schon sehr, sehr oft hier auf diesem Kanal. Und zwar CyberGhost VPN. Meiner Meinung nach der beste VPN-Service, mit dem ihr sicher im Internet surfen könnt. Man kann mit CyberGhost einfach seine IP-Adresse verbergen. Und nicht nur das. Ihr könnt halt über CyberGhost auswählen, in welchem Land ihr sein wollt. Kriegt dann dementsprechend eine IP über CyberGhost und surft dann von diesem Land aus und habt dann auch die Möglichkeiten, zum Beispiel bei euren Streaming-Diensten Sachen zu schauen, die es nur in diesen Ländern gibt, sprich bei Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Animes, die es nicht in Deutschland gibt, könnt ihr trotzdem gucken über CyberGhost dann. Aber zum Beispiel auch Hotels buchen. Teilweise viel günstiger, wenn ihr von einem anderen Land das aus tut. Was noch ein kleiner Geheimtipp von mir ist. Oder noch ein Tipp, wenn ihr keine Werbung auf YouTube haben wollt und euch YouTube Premium kaufen wollt, könnt ihr das einfach über CyberGhost in Indien tun und kriegt sozusagen für 1,50 Euro im Monat schon die YouTube Premium Mitgliedschaft, was so ein kleiner Lifehack ist und halt die komplette Werbung auf YouTube für euch entfernt. Und noch ein kleiner Bonustipp, was ihr mit CyberGhost noch Gutes machen könnt, ist zum Beispiel den österreichischen Sender ORF schauen mit VPN, denn ohne VPN werden die Deutschen einfach ausgesperrt und so könnt ihr sogar die Formel 1 kostenlos angucken. CyberGhost selbst speichert auch keine Daten von euch. Ihr habt die Möglichkeit, in 91 Ländern zu surfen, mit über 9000 Servern weltweit. Die App ist auch überall verfügbar, iOS, Android, Smart TVs, Desktop oder Spielekonsolen sogar. Deswegen schließt euch den anderen 38 Millionen Nutzern an, die CyberGhost nutzen. Einen 24-Stunden Kundensupport und eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie gibt es auch noch oben drauf. Deswegen sichert euch CyberGhost für 2,03 € im Monat. 4 Monate gibt es zurzeit obendrauf dazu kostenlos und ihr spart ganze 83%. Deswegen checkt den ersten Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Sponsor des Videos und weiter geht's. Also man muss schon sagen, dass nach dem Wano Kuni Arc sich das Ganze auch sehr final anfühlt, stärketechnisch von den Strohhüten. Zumindest bei Ruffy ist das der Fall, finde ich, mit Gear 5. Bevor wir aber zu Ruffy kommen, lass uns erstmal über die anderen Strohhüte reden. Ich sag mal eher bei diesen Low-Strohhüten, die jetzt stärketechnisch eh nie so mit vorne mitgespielt haben, wie jetzt Nami, Chopper oder Lysop. Glaube ich schon, dass da auch noch stärketechnisch auf jeden Fall irgendwas kommt. Gerade bei Lysop, der hatte jetzt Wano Kuni technisch nicht irgendwie einen krassen Kampf. Und bei Dressrosa war ja der Fall, dass er so mäßig sein Vorhaki erwacht hat, was jetzt seitdem irgendwie gar nicht mehr richtig thematisiert wurde groß. Und da Elban ja so viel angeteased wird und viele eh davon ausgehen und ich auch, dass der Elban-Arc auch für Lysop nochmal eine Rolle spielen wird, glaube ich, dass es da auch nochmal ein Power-Up für Lysop gibt. Gerade wenn die Strohbande vielleicht auf Elban dann auf die Rothaar-Piratenbande trifft und Lysop seinen Vater Yasop trifft, der auch Schütze ist, wird es da vielleicht noch das ein oder andere Power-Up geben. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es so groß jetzt für Nami zum Beispiel ein großes Power-Up geben wird. Sie hat Zeus bekommen schon, Big Moms Wolke, wo immer noch die Frage ist, wie kann Zeus existieren, wenn Big Mom vermeintlich tot ist, was sie ja anscheinend nicht ist dann. Aber das ist schon ein krasses Power-Up, was sie bekommen hat und ich glaube, das reicht auch. Bei ihr sind eher die Skills ja auch das Wichtige. Trotzdem muss jeder Strohhut wahrscheinlich am Ende seinen krassen Kampf bestehen. Entweder gegen die Blackbeard-Piraten, gegen irgendjemand davon oder vielleicht gegen die Holy Knights, die ja auch in der Anzahl sehr nah an die Strohhüte rankommen mit 9 Holy Knights, 9 Strohhüte sozusagen. Und Ruffy kriegt dann irgendjemand anderes. Wäre schon eine krasse Idee. Bei Brook und Robin glaube ich auch, dass es da kein großes Power-Up mehr geben wird. Robin hat auch gegen Black Maria bei Wano Kuni bewiesen, dass sie auf jeden Fall krass ist und in der neuen Welt angekommen ist. Und Jinbei ist schon, glaube ich, lange an seinem Peak angelangt. Ich würde vielleicht sogar sagen, Jinbei ist vielleicht sogar schon über die Jahre ein bisschen schwächer geworden. Interessant wird es für mich eigentlich nochmal bei Chopper, weil Chopper ist für mich nach dem Timeskip einfach kein ernster Kämpfer mehr in der Strohpiratenbande. Er ist so das Maskottchen, er ist der, der immer oft mit seinen ärztlichen Skills dann den Tag rettet, jetzt auch gerade Law. Law hat eigentlich nur sein Leben jetzt noch wegen Chopper, weil Chopper diese Mink-Medizin, beziehungsweise diese Mink-Sulong-Pille irgendwie Beppo gegeben hat und so konnte Beppo sich trotz keines Vollmondes einfach zu der Sulong-Form verwandeln und konnte somit Law retten. Also Chopper ist schon krass. Er hat ja auch diese Eis-Oni-Krankheit geheilt auf Wano Kuni, die ja auch drohte, dort alle umzubringen. Also er ist schon sehr, sehr krass, was das angeht. Aber mir fehlt halt bei Chopper noch dieses Kämpferische, dieses Ernste, was er auch vorm Timeskip hatte, wo er auch gute Kämpfe hatte und seine Form halt gut benutzt hat. Und da war halt noch das Thema Rumble Balls ein Ding, so dass er Rumble Balls sich reingeschmissen hat und dann stärker wurde und alles. Das ist jetzt irgendwie nach dem Timeskip komplett unter den Teppich gekehrt worden. Deswegen würde ich mir wünschen, dass da auch nochmal irgendwann irgendwie was kommt. Viel Zeit ist nicht mehr, aber meiner Meinung nach müsste Chopper auch nochmal irgendwie einen Kampf kriegen. Ich hoffe, dass Oda das nochmal macht. So, und jetzt lasst uns zu den wirklich wichtigen
Charaktere in der Strohpiratenbande kommen, nämlich zu Sanji, Zoro und Ruffy, die ja stärketechnisch auch so wirklich die Speerspitze sind, die so krass sind. Und gerade bei Sanji zum Beispiel. Sanji ist für mich perfekter Kandidat, der noch ein Power-Up bekommt, denn was wir gesehen haben jetzt gegen Queen im Kampf, das war schon sehr krass. Er hat einfach dieses Awakening gehabt, so ein bisschen. Durch den Raid-Suit ist irgendwas in ihn getriggert, er war auf einmal unverwundbar. Queen als Kaiserkommandant ist die Waffe an seinem Kopf zerbrochen, weil Sanji auf einmal gefühlt unzerstörbar ist und irgendwie so eine harte Haut bekommen hat, ohne Haki. So, und er hatte ja Angst, dass seine Emotionen weggehen, dass er ein anderer wird, was ja nicht passiert ist. Jetzt ist die Frage, kann er das triggern? Und seine Augenbraue ist ja auch geflippt in diesem Modus. Die hat sich einmal gespiegelt, seine Augenbraue. Das war ja das hier Indiz, wo man gesagt hat, okay, er ist jetzt in diesem Modus irgendwie. Und da wird Oda safe noch ein bisschen drauf rumreiten. Das wird er safe noch ein bisschen öfter zeigen. Und gerade mit dem blauen Flammen, mit dem blauen Feuer, was Sanji zuletzt hatte, das ist, glaube ich, das Tool, was er jetzt auch benutzen wird weiter in der neuen Welt. Er muss jetzt gegen krasse Leute ankämpfen und für mich muss Sanji jetzt im Finale eigentlich so auf Admiralslevel sein. Er müsste einen Admiral besiegen können. Wenn man mal One Piece als Finale betrachtet und die Strohhüte als die Piratenkönig-Crew sieht, dann würde ich schon sagen, dass davon ein Kommandant, und Sanji ist ein Kommandant von Ruffy, ein Admiral, vielleicht sogar Kizaru besiegen könnte. Gerade geschwindigkeitstechnisch bei Sanji ist es das Traum-Matchup, irgendwann Sanji gegen Kizaru zu sehen. Ich glaube, jetzt auf Egghead, wenn Kizaru da ankommt, ist es noch ein bisschen zu früh für dieses Matchup. Aber so im letzten Krieg, würde ich mal sagen, müsste Sanji theoretisch mal gegen den Admiral bestehen können. Die Frage ist, wie viel Zeit ist jetzt noch für irgendwelche Power-Ups und sonstiges? Gar nicht mehr so viel, aber einen Kaiserkommandanten hat er auch schon besiegt von Kaido. Deswegen, danach kommt nicht mehr so viel Stärke technisch in der One Piece-Welt. Es gibt zwar noch die Kaiser, die Admirale, die Holy Knights vielleicht noch, die stärker sind als ein Kaiserkommandant, wovon ich auch ausgehe. Und in diesem Level, in diesen Gewässern, schwimmt Sanji jetzt auch schon mit. Trotzdem bin ich gespannt, welchen Weg da Oda einschlägt jetzt bei Sanji. Ob er weiter auf diesem Cyborg, dieses Exoskelett eingeht jetzt, was in ihm getriggert wurde irgendwie. Oder ob das jetzt komplett verworfen wird. Sanji hat dieses Power-Up, dieses Germa-Ding verworfen, will darauf nicht eingehen und wird selber irgendwie stärketechnisch noch krasser. Ich glaube aber wirklich, diese Genmanipulation damals von seinem Vater und sowas, das wird in ihn getriggert, da kann er gar nichts gegen machen und er wird damit auch stärker. Bei Zoro ist das alles ein bisschen anders. Zoro ist meiner Meinung nach auch noch nicht auf seinem Peak. Natürlich nicht, sonst wäre er jetzt der stärkste Schwertkämpfer. Und auch gerade wie Zoro jetzt noch stärker wird, ist interessant, denn er hat mit dem Enma irgendwie Königshaki aus ihm raus sprudeln lassen. Er hat mit Königshaki irgendwie gekämpft, ob es jetzt durch das Enma war oder durch ihn selbst. Kaido hat das auch erkannt in ihm. Das ist halt das Interessante bei Zoro. Wie er jetzt mit dem Königshaki noch umgeht und mit seinen Schwertern vor allen Dingen. Was war das mit diesem Sensenmann, der vor ihm stande, was jetzt auch bald im Anime kommt? Was ist da passiert? Es wurde einfach ein Cut gemacht und er ist nicht gestorben, obwohl wahrscheinlich der Sensenmann gekommen ist, um ihn zu holen. Da wünsche ich mir nochmal einen kleinen Flashback, was genau da passiert ist. Ob er irgendwie einen Deal mit dem Devil gemacht hat, gefühlt einen Deal mit dem Sensenmann. Ob das Enma der Herr der Unterwelt war, der sozusagen jetzt seinen Körper haben wollte als Tribut für die Stärke, die er kurz bekommen hat. Und ob er das jetzt irgendwie weiterhin so beherrschen kann. Das Enma. Kriegt er das Enma gebändigt? Das ist halt die große Frage. Und wird er mit dem Enma denn der stärkste Schwertkämpfer? Oder gibt es noch irgendein Geheimnis mit dem Wado Ichimonji, das Schwert von Kuina, was er schon seit Beginn an mit sich rumträgt, was er nie ersetzen wird? Oder halt mit dem Kitetsu, mit dem verfluchten Kitetsu, mit dem Asura-Dämon, ob damit noch irgendwas dahinter steckt? Ich denke, im Großen und Ganzen wird Zoro alle drei Schwerter irgendwie zu 100% beherrschen. Die werden zu einer schwarzen Klinge, die Schwerter. Und das ist das Indiz am Ende, dass Zoro, glaube ich, so mit auf seinem Peak ist, dann stärketechnisch. Und bei Zoro bin ich mir auch sicher, der wird noch krasse Kämpfe jetzt bekommen. Und vielleicht, Leute, vielleicht wird irgendwann irgendwie nochmal dieses Auge thematisiert. Ich werde nie aufhören, darüber zu reden, Leute, bis One Piece vorbei ist. Zoro öffnet sein Auge. Nein, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal thematisiert wird, ob es vielleicht nur eine Verwundung ist, die mit Mihawk da irgendwie im Kampf, im Training gegen diese Affen oder so gekommen ist, oder ob da wirklich was dahinter steckt noch. Bei Ruffy und seinem Gear 5 Power-Up, was er gegen Kaido bekommen hat, ist eigentlich meine Einstellung, dass das finale Power-Up für Ruffy schon gewesen ist. Also, dass Gear 5 das letzte Power-Up an sich ist, aber dass Ruffy in Gear 5 vielleicht noch andere Techniken und sowas natürlich herausfinden wird, anwenden wird. Verrückte, abgespacede Dinge machen wird, von denen wir uns noch gar nichts vorstellen können, weil es halt so crazy ist, was Ruffy mit Gear 5 überhaupt machen kann. Er kann alles, die Umgebung, sich selber, seine Gegner, alles beeinflussen, manipulieren, cartoonartig verändern, wie er will. Und das ist die absolute Freiheit, das krasseste Tool, was ein Anime-Protagonist bekommen kann und auch was Oda bekommen kann als Mangaka, weil er kann alles zeichnen und kann sich die verrücktesten Dinge ausdenken. Deswegen, Gear 5 ist schon sowas von krass. Und dafür, jetzt davon noch eine Steigerung zu finden, Leute, das ist in meinem Kopf eigentlich nicht machbar. Also in Gear 6, weiß ich nicht. Das ist ja schon das Awakening, das Erwachen seiner Frucht eigentlich. Und er muss sein Herz irgendwie in einem Rhythmus schlagen lassen, so dass er diese Form annimmt wahrscheinlich. Vielleicht kann er den Rhythmus irgendwie noch verändern, in einer anderen Melodie oder in einen anderen Takt schlagen, dass er vielleicht noch krasser wird. Aber wie soll das ablaufen? Weil Ruffy ist in dieser Form schon irgendwie alles. Also was sollte denn noch krasseres passieren als Gear 5? Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Deswegen, Gear 5 ist meiner Meinung nach schon das Finale für Ruffy. Auch wenn es irgendwie ein bisschen vielleicht schade wäre. Viele wollen vielleicht im letzten Krieg noch so, in der allerletzten Schlacht nochmal eine letzte Form von Ruffy oder sowas. Und die dann nicht zu bekommen, weiß ich nicht, ob viele damit glücklich wären. Also ich bin mit Gear 5 maximal zufrieden und ich kann mich daran nicht satt sehen, egal wie oft wir das jetzt sehen. Und gerade im Anime bin ich gespannt. Und er hat mit diesem Gear 5 eigentlich das Tool, jeden zu besiegen in der One Piece Welt.
Er hat Kaido, die stärkste Kreatur überhaupt, besiegt. Er wurde damit als Joyboy erkannt von Zunisha, der Elefant, der seit 1000 Jahren herumeiert. Vielleicht müsste er Joyboy übertreffen oder sowas am Ende des Tages und vielleicht ist das dann noch die erweiterte Form von Gear 5. Sowas okay, aber eigentlich ist für mich Gear 5 der Peak, die Spitze von Ruffy. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, Leute. Ich wollte unbedingt nochmal ein Power-Up-Video machen. Meiner Meinung nach sind die Strohhüte im Großen und Ganzen noch nicht ganz auf dem Level fürs komplette Finale jetzt. Sie können noch nicht mit jedem es aufnehmen. Sanji und Zoro, glaube ich, kriegen nochmal stärketechnisch einen kleinen Booster am Ende. Aber Ruffy, auf den es letztendlich ankommt am Ende des Tages, der ist, glaube ich, schon jetzt auf seinem Peak. Schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Meint ihr, das ist jetzt das gewesen? Bleiben die Strohhüte so stark, wie sie jetzt nach Wano sind? Oder kriegen sie noch stärketechnisch einen dicken Boost? So. Vielen Dank an CyberGhost nochmal für Sponsor dieses Videos. Checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Vielen, vielen Dank. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao, tschüss. Euer Theo.